Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 8 von Astroneer. Ja, letztes Mal haben wir hier Dingens uns aus dem Keller wieder hochgebracht und wir wissen jetzt nicht, ob wir tief genug oder sind oder nicht. Das hatte ich mit dem Mordrak da kurz geschrieben. Der meinte auch vielleicht noch ein bisschen tiefer graben, eine Schräge vor allem auch bauen und dann zu sehen, wie tief das Ganze ist. Man kann es schwer da unten sehen, wie weit man unten ist. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns dann gleich nach dem Intro um weitere Schritte. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ich meine, wir hatten letztes Mal hier eine Forschung angemacht. Vielleicht habe ich die aber auch beim Versuch der Einstellung ein bisschen schon gehabt. Aber die Forschungspunkte hatten wir irgendwo eingesammelt oder haben wir die dann doch schon da reingesteckt? Hier ist ja nichts, ne, oder? Auf der anderen Seite auch leider nichts. Grafikfehler immer noch nicht behoben, leider. Hat da auch nichts weiter geholfen. Gut, dann müssen wir mal weiter schauen. Wir sind ja irgendwo in die Erde reingegangen, aber nicht hier, oder? Wo war denn das? Gute Frage, ne? War das hier an dieser Linie? Wahrscheinlich nicht. Dann muss es an einer anderen gewesen sein. Diese war es wohl nicht. Ich gehe mal von aus, dass wir von da hinten dann gekommen sind, oder? Sind wir da in der Erde reingegangen? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Kein gutes Omen für diese Runde. Sieht aber so aus, dass wir hier reingegraben haben. Ja, da rechts ist diese Forschungsprobe, die ich wohl da nicht mitgenommen habe, ne? So, und das wäre jetzt so, dass der Mordrak sagte, dass ich hier definitiv mein Werkzeug nehmen soll und dann umschalten soll auf Ebnen und dann hier rein Ebene. Dann weiß man immer, dass man ungefähr so, ne, diese Schräge hat, die man da reingebaut hat. Okay. Ja, der ist schon mal weggestürzt da unten. Aber der ist jetzt dann nicht verbunden mit dem nächsten. Ah, wahrscheinlich zu nah dran, ne? Aber macht jetzt auch nichts. Dann lass uns erst gerade noch hier weiter die Schräge ein bisschen machen. Weil ich sehe schon, dass die wahrscheinlich, wenn ich mich nicht täusche, aha, wenn ich sie da hinsetze, dann sehen wir, dass wir hier falsch gebuddelt haben, sozusagen da oben. Hier ist so ein Sting drin gewesen, wo wir was falsch gesetzt haben, sozusagen. Die Schräge war dann da nicht passend, ne? So, jetzt kann ich hier weiter runter gehen oder nicht? Aber ja, da sieht man schon, wie schlecht das ist. Halt, ich mach doch gar nichts mehr. Warum macht er trotzdem noch was? Das war jetzt aber komisch.
das ist jetzt schwierig hier mit dem Drehen, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Die Kamera will hier gar nicht drin drehen, richtig? Kann das sein? Ich krieg sie gar nicht mehr gedreht. Weil der Fokus aus meinem Fenster raus war, alles klar. Und jetzt macht er hier irgendwie was, ohne dass ich was will. Okay. Tja. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Also ich glaube, ich müsste jetzt hier weiter runtergraben eigentlich. Und siehe da, wir sind da unten schon in der Höhle angekommen. Da sehen wir nämlich schon die Pflanzen. Ja, das bedeutet, wir müssen da hoch und die Pinne, die wir da alle haben, wieder einzusammeln. Ne? Das muss ich da nur irgendwie schaffen, hinzukommen. Ne? Wie kriege ich denn jetzt die Fläche hier ordentlich angearbeitet? Ich glaube so, oder? Oh. Ja, ich bin wahrscheinlich hier fast horizontal am Arbeiten gewesen und nicht nach unten, ne? Warte mal, da links ist auch noch einer, oder? War das der letzte da? Ja, das war wohl der letzte, ne? Jetzt muss ich nur gucken, wo die Versorgungslinie lang geht. Ach, da war eine Kurve drin. Oder wie sehe ich das? Das ist aber jetzt ziemlich schwer zu sehen, was ich da gebastelt habe, oder? Ach, hier ist schon der Weg nach oben. Okay. Dann waren wir jetzt gerade in die falsche Richtung gelaufen. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Gehen wir nochmal hier lang. Da lang. Ja, wir sind schon nach unten gegangen hier weiter, ne? Okay, das bedeutet den aufnehmen, verstauen, umdrehen. Verstauen, weiterlaufen. Den nächsten einsammeln hier. So, und jetzt sind wir hier, glaube ich, an der richtigen Stelle, wo es dann nach unten weitergeht, oder? Ist das ein Drehen hier in der Höhle? So. Den stellen wir mal wieder richtig hin. Der ist umgekippt wegen der Dingens.
So, hier brauchen wir 9. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht abstürzen, ne? Dann müssen wir hier die Decke mal ein bisschen aufarbeiten. So. Hier 9 setzen und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nach oben was wegarbeiten, damit wir hier ein bisschen Platz kriegen. Da müssen wir wieder gucken, dass wir hier platt kriegen. Nee. So ist schon, glaube ich, richtig, oder? War auch nicht so ganz so richtig, weil da, wo wir stehen, ist es doch niedriger. So. Aber hier gehen wir jetzt weiter runter. Setzen hier. Sind wir jetzt schon unten oder nicht? Hier ist fürchterlich dunkel, so ein Shit. 3 Pinne haben wir noch. Ah, diese Lampe, die wäre jetzt hier ganz wichtig zu haben, ne? Hier muss wieder ein Teil hin. Ja, ich glaube, jetzt sind wir unten. Ja, nicht so schön hier, ne? Hier so eine Kapsel schon wieder. Und da muss ein Stromgenerator dran, okay. Da hinten ist aber auch noch was. Oh, der war zu kurz gesetzt. Mach das mal weg. Nimm das auf. Jetzt passt's. Jetzt habe ich keinen mehr, ne, oder? Das ist Schutt. Okay, dann mal gerade rangehen und gucken. Schutt. Schutt. Schutt, alles Schutt. Okay, das bedeutet, wir gehen erst zurück. Und brauchen hier unten im Endeffekt Strom für dieses Ding hier links, um das zu öffnen. Und müssen dann weiter gucken, ne? Ja, hier rechts ist irgendein Material. Sieht nach Gemisch aus. Ich sehe es aber nicht. Ich muss unbedingt gucken, dass ich das mit der Grafikgeschichte hinkriege. Das macht so keinen Sinn. Ja, Gemisch ist hier. Lass mal gerade gucken im Rucksack. Konnte ich hier irgendwo sowas wie Licht bauen? Also einen kleinen Generator kann ich bauen, habe aber dann nicht das passende Produkt für. Und das wäre Gemisch, okay, das wäre dann schon mal das, was ich brauche.
Warum ist denn der Rucksack jetzt so doof? Ach so, weil die Rampe da ist oder was? Nochmal Q. Ja, irgendwie passt das hier mit dem. Aha, jetzt sehe ich den Rucksack richtig. Leuchtfeuer, das wäre es, was ich brauche. Und was brauche ich dafür? Quarz. Okay. Obwohl das Leuchtfeuer, nee, Arbeitslicht ist das Richtige, was ich brauche. Und dafür brauche ich Kupfer. Kupfer, ja, müssen wir hier unten irgendwo finden. Okay, dann haben wir das erstmal geklärt. Ich würde sagen, ich werde jetzt offline nach oben gehen und schauen, dass wir wieder hochkommen. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier unten irgendwie weiter. Ich will mal gucken, dass ich das irgendwie hinkriege mit Licht und so weiter, dass wir das irgendwie ein bisschen besser hier sehen. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.